Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal Schlachtfeldbegehung. Ich bin Random Life und heute fahren wir zum Obersalzberg. Das liegt in heutigen Bayern und wir werden uns hier die kompletten Überreste aus der damaligen Zeit anschauen. Insbesondere werfen wir einen Blick auf das Kehlsteinhaus. Wir haben aber auch ein paar Secret Spots gefunden und die möchten wir euch natürlich auch näher bringen. Aber erstmal erzähle ich euch, um was es überhaupt geht. Der Berghof war ursprünglich ein Landhaus namens Wachenfeld, das 1960 für einen norddeutschen Kaufmann errichtet wurde. Ab 1928 mietete Hitler das Landhaus als Feriendomizil. Nach seiner Machtübernahme im Jahre 1933 kaufte er das Haus und ließ es zum Berghof ausbauen. Der Berghof wurde dann zum Kern des Führersperrgebietes, das zu einem zentralen Ort der Macht im nationalsozialistischen Deutschland wurde. Insgesamt verbrachte Hitler etwa ein Drittel seiner Regierungszeit auf dem Berghof. Internationale Diplomaten und Politiker kamen zu Verhandlungen auf dem Berghof. Das Gebäude wurde kurz vor Kriegsende durch einen alliierten Luftangriff schwer beschädigt. Ursprünglich wollte man das Kehlsteinhaus bombardieren. Dieses ist dadurch komplett im Originalzustand. 1952 ließ der Freistaat Bayern den Berghof sprengen. Die unweit vom ehemaligen Berghof befindliche Dokumentationszentrum Obersalzberg stellt insbesondere die Verbindung von örtlicher und gesamter NS-Zeitgeschichte her. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und gute Unterhaltung bei meinem Video. Lass gerne ein Abo und ein Like da. Vielen Dank, euer Random Life. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video Schlachtfeldbegehung. Wir befinden uns heute im wunderschönen Berchtesgaden und beginnen werden wir unser Video an dem Hauptbahnhof in Berchtesgaden, denn dieser ist noch weitgehend im Originalzustand und bei bestem Wetter werden wir uns heute den Berghof anschauen. Und mein Name ist Random Life und ich freue mich, dass ihr wieder zu mir gefunden habt, zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Wie gesagt, wir schauen uns heute Adolf Hitlers Berghof an. Alle Überreste, alle geheimen Eingänge, die wir noch spotten konnten, werden wir euch heute in diesem Video komprimiert zeigen. Es wird sicherlich interessant und spannend. Von daher lasst mir gerne schon mal ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, let's go! So, also da oben könnt ihr noch ein rundes Emblem erkennen. Da war früher ein Hakenkreuz drin. Das wurde natürlich in der Nachkriegszeit entnazifiziert. Und die Lampen, die ihr seht, sind auch noch original aus der damaligen Zeit. Und auch die Wandreliefs sind original, insbesondere auch hier die Schrift. Wir können hier also wirklich noch die Geschichte erkennen, wie sie damals auch zu sehen war. Zustand absolut gepflegt. Ich habe, glaube ich, selten so einen sauberen Bahnhof gesehen. Liegt sicherlich auch an diesem touristischen Ort. Und schaut euch mal an, wie schön das ist. Auch die Landschaft, nicht nur der Alessandro. Und wir schauen mal, dass wir uns den Hauptbahnhof von innen anschauen können. Versuchen natürlich maximal wenig Menschen drauf zu haben. Wie geht es dir heute Morgen? Gut. Sehr schön, ein Träumchen. Alles klar. Wir befinden uns jetzt direkt vor dem Haupteingang des Hauptbahnhofes in Berchtesgaden. Auch hier weitgehend original. Insbesondere die Lampen, aber auch die Fassade. So, und ich schaue mal nach, ob wir von drin filmen können. Und hier dieses riesige Wandrelief. Unvorstellbar, auch die Deckenhöhe zu erahnen. Mit den großen Fenstern, so wie das damals war. Und da oben ein weiteres Relief zu den Zügen. Wir schauen mal nach, ob wir
uns hier umschauen können. Auch die Bank, original, dieses Schaufenster. Und das Bahngleis. Unvorstellbar, dass das hier weitgehend im Originalzustand erhalten ist. Auch hier die Torbögen noch im Originalzustand. Also man erkennt auf jeden Fall die Bauweise. Und auch viele Gebäude, die wir im Hintergrund sehen, sind weitgehend original. Und ja, ich würde sagen, darf ich dich zeigen? Das ist der Leon. Den Leon habe ich über das Internet kennengelernt und er wird uns heute einige schöne Einstiege und Teile von Berchtesgaden und vom Berghof zeigen. Und ich bin gespannt, was wir heute alles sehen und wo wir reinkommen. Alles klar, let's go. Hier, müssen wir zum Auto. Noch nicht. Also, da oben, tatsächlich, 1937. Man sieht es wahrscheinlich nicht, leider hat die GoPro keine Zoom-Funktion, aber da oben steht das Erbauungsjahr des Bahnhofes 1937. Und wir stellen uns gerade die Frage, wofür diese Brücke oder was auch immer das war, der Boden fehlt. Wahrscheinlich war es tatsächlich in Anführungszeichen nur ein Übergang von der Seite zu dieser Seite, weil da oben natürlich auch Menschen gewohnt haben. Ja, das macht Sinn. Wahrscheinlich war es einfach nur eine Fußgängerbrücke. Und die ist heute teilweise noch da, teilweise abgebrochen. Und schaut euch das mal an. Das gesamte Gebäude ist noch aus der damaligen Zeit. Auch die Lampe hier ist von damals. So, damit ihr eine ganz kurze Orientierung habt. Da vorne ist der Hauptbahnhof, dazwischen, seht ihr das? Da ist der Hauptbahnhof. Wir müssen da hinten auf das Kehlsteinhaus, da sind wir morgen am Sonntag. Und ungefähr da ist der Berghof, ganz grob. Und die Menschen, die den Luftangriff hätten miterleben müssen, als Berchtesgaden bombardiert worden wäre, alles Konjunktiv, die hätten sich hier in diesem Luftschutzstollen in Sicherheit bringen können. Aktuell verschlossen leider, haben aber schon Leute versucht, sich durchzupitchen, anscheinend nicht geschafft. Und das wäre der Zuflucht oder die Zuflucht gewesen für die Menschen, die sich vor den alliierten Luftangriffen hätten in Sicherheit gebracht. Ich habe gerade vom Leon erfahren, vielen Dank an dieser Stelle, dass du uns hier durch Berchtesgaden und Co. führst, dass Berchtesgaden nicht bombardiert wurde. Das bedeutet, alle Häuser, die ihr seht, insbesondere auch natürlich des Bahnhofes, sind original. Man hat damals vermutet, die Alliierten haben vermutet, dass sich Adolf Hitler im Kehlsteinhaus aufhält. Kurz vor der Bombardierung hat man dann aber erfahren, dass er sich im Berghof aufhält und dann hat man den Berghof bombardiert. Die Geschichte kennt ihr. Bis in die 1990er Jahre war da tatsächlich noch Überreste vom Berghof und dann hat das Land oder ja doch das Land Bayern die Überreste entkernt, vollständig bis auf die Stützmauer und die schauen wir uns natürlich auch an. Da hinten ist die neue kleine Reichskanzlei mit einem Bunker drunter, leider in Privatbesitz. Deswegen können wir da nicht hingehen. Aber dass ihr mal ein Größenverhältnis habt, hier vorne ist ein Eingang und ich beeile mich ein wenig, damit die Zeit nicht allzu lange dauert für euch und wir natürlich auch unseren Zeitplan heute einhalten können. So, hier ist ein weiterer Eingang. Leider verschlossen, sonst hätte ich ihn euch gezeigt. Das Ganze ist sogar alarmgesichert. Ob dieser Alarm noch funktioniert, mag ich zu bezweifeln. Aber schaut mal, hier ist sogar noch ein alter, betreten nur mit Schutzhelm. Da ist noch eine Lampe drin. Also es wäre schon mal interessant, sich das anzuschauen. Aber leider, ein Schloss drauf, sogar zwei Schlösser. Und dann heißt es für uns hier natürlich, kein Reinkommen, kein Eindringen möglich. Denn wir halten uns stets
an die Gesetze, was das Thema Einbruch, Diebstahl und so weiter angeht. So, wir melden uns gleich von einer weiteren interessanten Information. Fact, schon mal gespoilert. Adolf Hitler wollte via Bahnlinie den Obersalzberg mit dem Hauptbahnhof verbinden, sodass man ganz schnell vom Bahnhof hier nach oben gelangt. Und den Tunnel schauen wir uns gleich mal an. Bis gleich. So, für den normalen Beobachter ist wahrscheinlich einfach nur hier das Gleis zu Ende. Aber wenn wir mal die genaue Streckenführung uns anschauen, dann geht die genau bis zu dem Tunnel. Und da fahren wir jetzt mal hin, denn wie gesagt, das ist der Tunnel, der genau dafür konzipiert wurde. Und das zeige ich euch jetzt mal vom Nahen. Hier. So, wir befinden uns jetzt direkt vor dem Tunnelportal und schaut euch einfach mal, das muss ich euch noch zeigen, schaut euch einfach mal diese Aussicht an. Unvorstellbar. Unvorstellbar, wie schön das hier in Berchtesgadener Land ist. Und das hinter mir war der Tunnel oder ist der Tunnel, der den Zug vom Hauptbahnhof bis hoch zum Berghof bringen sollte. Der Tunnel ist fertiggestellt worden. Ist aber nie benutzt worden. Man kann sogar reinschauen und durchschauen. Natürlich geht der Tunnel nicht bis ganz oben, sondern er untertunnelt nur diesen einen Bereich. Und die Schienen hätten natürlich weiter verlegt werden müssen. Aber interessanter Side-Fact, viele kannten das noch nicht. Ich kannte das auch noch nicht. Und ja, ich würde sagen, wir gehen weiter. So, meine Leute. Also, ich glaube, ohne dass uns jemand hier anführen würde, würden wir das tatsächlich nicht finden. Wir befinden uns nämlich hier mitten in einem Waldstück, tief in einem Wald, alles nur Bäume. Und wenn man das nicht genau weiß, wo man suchen muss, dann würde man das auch niemals finden. Und ich glaube, dass wir hier den Einstieg gefunden haben. Ist das der Einstieg? Oder gibt es noch eine bessere? Ah, super. Alles klar. Puh. Hui. So, das ist der Einstieg, Leute. So, da kommt gerade ein Auto den Waldweg hoch. Das tun wir uns natürlich nicht an. Sogar noch alte Fliesen, Leute. Schaut euch das mal an. Hier, das sind Originalfliesen aus dem Haus der Jugend. Und der gesamte Bereich hier ist untertunnelt. Und ja, ich würde sagen, nicht lang schnacken. Wir gehen direkt rein. Also gar nicht so einfach hier reinzukommen. Aber ich rutsche richtig rein, Leute. Ich hätte Handschuhe mitnehmen sollen, denke ich gerade. Unvorstellbar. Leute, hat das nicht zu Hause nach. Wir machen das, damit ihr das nicht nachmachen müsst. Ja, ich komm rein. Oh, direkt durch den würzigen Pups von mir. Oh, oh mein Gott. Es ist mega geil. Alleine der Einstieg. Oh, Leute, schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Oh. So, erstmal akklimatisieren und schauen, was wir hier alles finden. Ja, also hier sehen wir noch den Bewehrungsstahl. Da sehen wir eine richtig fette Armierung, die in Alessandro, der nur aus Beton und Stahl besteht. So, und das ist das ehemalige Eingangsbauwerk. Wurde nach dem Krieg, wann wurde das gesprengt? Weißt du das? Nach dem Krieg oder durch die Luftangriffe? Schaut euch das mal an. Da sind noch die Rohrleitungen, die alten Befestigungen. Für die Lampe sogar noch die Keramik.
der Lampe. Das wird ein Brunnen oder Abwasserschacht gewesen sein. Und hier sind sogar noch alte Befestigungen. Wow. Dein erster Eindruck? Schön. Ja, ne? Man muss aufpassen, dass man nirgendwo reinfällt. Also gar nicht so ungefährlich. Und das könnte ein Kellerfenster gewesen sein. So ein Lichtschacht. Und hier kamen die Rohre, die Leitungen rein, Wasser und Strom. So, und ich würde sagen, gehen wir mal in das Bauwerk rein, oder? Wow. Hammer. Wow. Alleine dafür hat sich der Weg schon hierhin gelohnt, Leute. Wir sind jetzt im Keller vom Haus der Jugend, ne? Haus der Hitlerjugend. Haus der Hitlerjugend. Hier haben die Leute gespeist, gelebt, gewohnt. Sehen wir nur noch originale Relikte von der damaligen Zeit, ein Originalfensterrahmen. Für die einen ist es nur eine kaputte Bauruine, aber für jeden, der sich mit der Geschichte auseinandersetzt, für den ist es natürlich hier ein bautechnisches Highlight, auch wenn die Geschichte dahinter natürlich sehr fragwürdig ist, beziehungsweise nicht nur fragwürdig, aber das wisst ihr selber aus den ganzen Dokumentationen. Finden wir noch originale Fliesen beziehungsweise Porzellankacheln. Hier wird sich wahrscheinlich sogar lohnen. Das war die Küche? Ach so. Ah nein. Also, wir hören gerade vom Leon, dass das die Küche war. Und guck mal hier, überall noch Porzellan. Da hinten. Ich mach das mal da. Porzellan von der Küche. Und da haben wir noch Rohre, noch mehr Porzellan. Mega. Nee, mach mal bitte zur Seite. Also wir sehen hier sogar noch die Fliesen auf dem Fußboden. Wow, dankeschön, Alessandro. Und hier sogar noch mehr Teller. Und eine Vase oder sowas in der Art. Krass, oder? Auch hier, guck mal hier, hast du das schon gesehen? Noch mehr, allerdings ohne Aufdruck. Ohne? Ohne. Alles voll. Mit Aufdruck wäre natürlich ein Henkel. Und hier noch ein Henkel. So, da. Alter! Guck mal, wie groß. Ja? Wie groß. Alter! Also wurde anscheinend von den Einheimischen als Müllablageplatz benutzt. Ein alter Staubsauger. Hier muss man aufpassen, dass man nicht runtergleitet. Das wird wahrscheinlich der Kamin gewesen sein. Ja, das wäre der Kaminraum. Altes Kellerfenster. Hier kommen schon die Stalaktiten runter. Sogar noch eine alte Verzweigerdose. Wow. Alles voller Rohre. Wahrscheinlich war hier die Heizung. Das könnte hier, da könnte die Heizung gestanden sein. Skistöcke. Vermisst jemand seine? Ist nicht dein Ernst. Schaut euch mal an. Hier ist alles noch voller Originalfliesen. Nach dem Krieg wurden ja die gesamten Räume von Adolf Hitler und Co. Von den hiesigen Anwohnern geplündert. Aber tatsächlich hatte man vergessen, hier die Fliesen zu demontieren. Das ist alles noch im Originalzustand, Leute. Sogar Skier. Komplette Skier hat man hier entsorgt. Da war mal ein Zugang, den haben sie zugemacht mit Holz. Boah, ich merke gerade, es könnte auch ein Mehrteiler werden. Ich werde das gar nicht in einem Video unterbringen können. Ein alter Kamin, auch eine Verzweigerdose. Also wurde, wie gesagt, nach dem Krieg gesprengt. Man sieht auch, dass es danach zugeschüttet wurde. Hat man sich wirklich Mühe gegeben, diese Relikte unter der Erde verschwinden zu lassen. Entschuldigung, Alessandro. So, wow. Das ist natürlich wahrscheinlich das Kühlhaus, oder?
Schaut euch mal an. Der Raum ist fast vollständig erhalten. Hier oben gab es die Explosion. Und dieser Raum ist fast vollständig erhalten. Ich würde sagen, 2x3,5, 3,80 groß. Also Alessandro hat hier gerade noch was entdeckt. Ja, aber was meine ich jetzt hier? Schaut euch mal diesen Kriegsschacht an. Aber das ist nur, ein Versorgungsschacht. Ja. Ich denke nicht, das geht dann einfach nur rüber. Vielleicht ist das der Brunnenschacht. Also nicht? Gehst du nicht? Oh, aua, nee, das geht nicht. Aua. Ich habe alles gegeben, Leute. Also man muss sich wirklich robben vorarbeiten. So, Leute. Ich hab's gemacht. Ich bin doch noch reingelaufen. Seht ihr das? Ich werde gleich versuchen, irgendwie wieder zurückzukommen. Allerdings war es nur der Zugang zu einem von uns beiden bereits bekannten Raum. Und schaut euch mal an, wie wenig Platz ich habe. Es ist einfach unfassbar dreckig und ganz viele Spinnenweben. Und ich habe richtig Angst vor Spinnenweben. Von daher, ich hoffe, ihr teilt meine Leidenschaft und honoriert auch, dass ich solche Wege für euch gehe. Lasst mir gerne ein Abo da an dieser Stelle. Und ich versuche jetzt irgendwie hier rauszukommen. Alessandro, lasst über mich? Ja. Ja? Die Frage ist, wie ich wieder rauskomme. Das ist eigentlich eher die Frage. Nee, das schaffe ich nicht, da muss ich alles zur Seite räumen. Ja, aber nee, hier sind ja so Haken, wenn ich mich hier an aufschlitze. Ich versuche. Aua! Ich bin schon fast draußen. Tut das weh. Leute, das tut so weh. Gut, dass ich mir meine Amalgamlocken rausgemacht hätte. Also, sonst werdet ihr die alle sehen. Aua, aua. Aua, Spinnen. Überall Spinnen. Spinnengetier. Alles. Salamander und so. Oh. Leute. Da war ich gerade drin. Guck mal, wie dreckig ich bin. Und wie viele Spinnenleben ich habe. Und es sind hier bestimmt nur 15 Grad oder 13 Grad. Schaut doch mal an, wie ich am Dampfen bin. Ich schwitze ab nochmal. Dann lügt doch nicht, wir haben noch eine Nebelmaschine extra angemacht. Ja, Nebelmaschine. Da oben. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde. Wieder den Blick auf den Boden zu richten. Auch hier sehen wir noch Relikte aus der damaligen Zeit. Die rührten sicherlich daher, dass die Gebäude gesprengt wurden. Also zur Entspannung für die Arbeiter hatten die hier die Möglichkeit, in die Theaterhalle zu gehen. Heute ist das ein Zufluchtsort für wild lebende Kühe. Schaut mal, wie süß sie ist. Hallo, good morning. Hi, wie schön das Tier ist. Unvorstellbar, dass wir das eigentlich essen. Ne? Irgendwie fast wie so ein Hund, nur in groß und in der nassen Schnauze. Genau, also Spaß beiseite. Da ist noch einer. Also das ist das ehemalige Theaterhaus, auch mit einer Stahlbetondecke. Ich würde sagen so ungefähr 60 cm.
70 cm in der Stärke. Obendrauf nochmal eine Zell-Shell-Schicht. Bedeutet, dadurch wurde das nochmal um 30, 35 cm stärker gemacht. Ob das dann wirklich die 250 Kilogramm Bomben ausgehalten hat, mag ich zu bezweifeln. Hier sehen wir noch Fundamentreste. Und es gibt Zeiten, wo man sich das von Nahem anschauen kann, aber wie ihr seht, haben wir hier einen Elektrozaun. Bedeutet, wir sind hier nicht in der Lage, ohne Schmerzen uns selber zuzufügen, hier durchzugehen. Deswegen schauen wir mal, wie weit wir noch rankommen. Eine alte Mauer. Seht ihr das? Da hinten. Also das ganze Areal war damals die Theaterhalle. Leider aktuell nicht zugänglich. Hier ist noch ein altes Rohr. Sonst kann man hier nicht mehr viel entdecken. Wir haben uns jetzt gerade das Haus der Hitlerjugend angeschaut und jetzt schauen wir uns an, oder versuchen jedenfalls, den Bereich zu finden, wo sich die Arbeiter, die hier gearbeitet haben, bei Luftangriffen versteckt haben. Und es gibt hier einen Stollen und den suchen wir gerade. Und schaut euch mal dieses unwegsame Gelände an. Und es ist alles voller Mücken und Zecken. Aber wir machen das für euch, damit ihr das nicht machen müsst. So, da vorne ist das Haus von dem Antennenlager. Das Antennenlager war für Kommunikation, oder? Nein, das Antennenlager war für die Arbeit. Ach, man hat es nur Antennenlager genannt? Ja, genau. Das Antennenberg. Ah, Antennenberg. Verstehe. Guck mal, hier haben wir sogar noch Fundamentreste. Das war ein Bunker. Ein Bunker war das? Ein getarntes Haus, das als Bunker gedient hat. Ach, krass. Also, falls ihr es nicht gehört habt, das... Oh. So, hier sehen wir sogar noch die Rohrdurchführung. Da oben sind noch Fundamentreste und wir befinden uns jetzt mitten in einem Haus drin. Der Sturz ist noch da. So, wir müssen leider weiter. So, wir sind jetzt noch mal 2 oder 3 Kilometer weiter mit dem Auto. Und ja, hier finden wir noch Überreste von den Amerikanern. Das sind Konservendosen in Hülle und Fülle. Schaut euch mal an. Alu, ne? Die werden auch niemals vergammeln. Nein. Meistens Corned Beef drin, ne? Jo, vielleicht finden wir hier sogar noch irgendwelche Inschriften drauf. Oder ist das 525? Stell mal vor, das ist Silber. Ah ne, Aldin 235. Warte mal. Ja, Aldin 252. Aldin. AL, nee, AL-DIN. Die DIN-Norm gab es damals schon. Schaut euch mal an, wie viele auch hier. Da ist eine Jahreszahl drauf. 38. Ich habe euch immer gesagt, in den vorhandenen Videos oder vorherigen Videos, es lohnt sich immer auf die Glasböden zu schauen, denn es gibt häufig das jeweilige Jahr, wo die Flasche erstellt wurde. Willst du mal sehen? 38. Auch hier wieder eine Flasche, ein Flaschenboden. Und hier haben wir 1940, 05DA 1940. Leute, das ist der Beweis. Hier haben wir sogar noch einen Knochen. Schreibt es mal in die Kommentare, von welchem Tier oder Mensch, Spaß, dieser Knochen ist. Relikte. Von einem Rohr. Da scheint ein Gulli-Verschluss zu sein. Verschiedene Porzellanteile. Auch hier noch ein Scharnier. Da. Also mega spannend. Ich liebe es ja, in alten Müllhalden rumzusuchen. Ich hoffe, die sauber kriegen. Guck mal hier, Leon. Ja, ein Krug, ne? Oder eine Vase. Eine Vase ist das. Von der Vase, Leute. Nein, das ist so die Kanne gewesen.
eine Kanne? Getränke? Kriege ich gerade auch schon die Info, dass wir weitergehen wollen und müssen. Dann werden wir das tun. Ansonsten werden wir unseren Zeitplan heute nicht einhalten. Sehe ich schon schwarz. Aber ich glaube, dieser Ort war ganz, ganz wichtig, auch um nochmal zu zeigen, dass hier Zwangsarbeiter eingesetzt wurden bis zum letzten Tage des Krieges. Und häufig und eigentlich auch meistens war es so, dass die Zwangsarbeiter nicht in den Bunkerschutz suchen durften. Maximal gab es Deckungsgräben für die. Das war aber auch nicht der Standard. Alles klar, von diesem Spot verabschieden wir uns und melden uns gleich wieder. Bis gleich. So, meine Freunde, also wir nutzen hier die ausgetretenen Trampelpfade direkt am Parkplatz. Kein Geheimnis. Ah, Kollege hat wieder was gefunden, eine Scherbe. Ein leichter Überrest, aber mit Sicherheit auch aus der damaligen Zeit. Und ja, ist auf jeden Fall anstrengend. Er hat gesagt, wir brauchen jetzt circa 8 bis 9 Stunden, bis wir hier alles gesehen haben. Und dann haben wir noch nicht alles gesehen, weil ich habe mir extra eine 12 Meter lange Strickleiter gekauft. Aber wir haben uns aufgrund der Witterungsverhältnisse dazu entschlossen, die heute nicht zum Einsatz zu bringen. 45 Grad bergauf. Das bei über 30 Grad zu gefährlich, ehrlich gesagt, und auch zu anstrengend. Aber wir schauen uns trotzdem hier die ganzen Elemente an und zeigen euch und dokumentieren die für euch. So, und ich würde sagen, let's go! So, hier sehen wir einen ehemaligen Kabelverzweigerschacht, um Telefonleitungen und Co. zu verzweigen, und falls eine Leitung beschädigt oder zerstört wurde von zum Beispiel Bombenangriff, konnte man die dann anderweitig umzweigen. Ich als gelernter Telekommunikationselektroniker, Fachrichtung Telekommunikation, kenne mich damit noch relativ gut aus. Und hier auch ein weiteres Fundament. Wofür das allerdings war, entzieht sich meiner Kenntnis. Vielleicht für einen Strommast. Das bedeutet, vielleicht gab es Kabel, die unterirdisch verlegt waren, und Kabel, die überirdisch verlegt waren. Hier haben wir sogar tatsächlich ein großes Fundament, und darauf thront dann dieses Betonfundament. Und schaut mal an, wenn dieser Baum sprechen könnte, der ist locker mal über 100, 120 Jahre alt. Der könnte hier auf jeden Fall eine Menge Geschichten erzählen. Und da vorne sehen wir weitere Fundamentreste. Also jetzt wird es spannend. Du hast auch was gefunden. So. Dann versuchen wir natürlich schnell dahin zu kommen, weil wir wollen euch natürlich keine Details vorenthalten. So, ich denke auch wieder ein Kabelschacht. Genau, wir haben hier wieder einen Kabelschacht gefunden. Und hier war eine Platte eingelegt. Aber interessant wird es da vorne, ne? Die Flakstellung ist das. Oh ja, das ist das Fundament eines Ein-Mann-Bunkers. Sogar noch. Das ist ein Seitenteil. Ein Seitenteil ist das. Und man hat es sogar schon versucht zu räumen. Das ist, ich denke eher, das ist der Boden. Ich würde sagen, das ist der Boden, weil der Deckel war spitz in der Regel von einem Ein-Mann-Bunker. Also ich kenne die bei uns in der Region, sind die spitz, aber ich möchte die. Jo. So, Leute, wir müssen aufpassen, auch wenn ich gerade euphorisch bin ohne Ende, dass wir uns hier nicht die Hoxen brechen, wie man hier so schön sagt. Genau, Bombentrichter Nummer 1. Das mag ich zu bezweifeln, dass einer ist. Das könnte aber noch einer sein. Und da ist die Flakstellung. Also, mal gucken, ob wir gesunden Fußes runterkommen. Oder ist das vielleicht ein Eingangsbauwerk? Ist eingetragen als Flakstellung? Ja, hier war die 2 cm wahrscheinlich drauf, ne? Ah, okay. Also genau wissen wir es nicht. Also Vermutung war erst Flakstellung, dann Nebelanlage. Aufgrund der Größe würde ich eher in Richtung Nebelanlage tippen. Aber vielleicht weiß es jemand. Mein Ziel war immer, mit dem Mountainbike hier runterzuspringen. genau. Wow. Schaut euch mal an, hier vorne ist auch ein riesiger Bombenkrater, riesengroß.
dieser ganze Bereich und da hinten ist noch einer. Aber wir sind hier, um den Obersalzberg bzw. den Berghof, Entschuldigung, den Berghof zu sehen. Militärisch ist das Beton. Ja, definitiv militärisch. Hier gibt es sogar einen Trampelpfad mit Wurzeln. Er war noch nicht hier, schön. Doch, warst du schon. So, auch wieder so ein Fundament. Das unterirdische Kino. Schaut euch mal an. Abluftrohr wahrscheinlich. Weiterer Fundament. So, meine Freunde, wir haben gerade einen Einheimischen kennengelernt. Der wollte leider nicht gefilmt werden. Und das, was er gesagt hat, war total spannend. Diese Fundamentreste können noch von der SS-Garage sein, denn die war hier. Und er hat uns weitere interessante und wichtige Informationen gegeben. Aber eine Sache möchte ich euch vorher auf jeden Fall mitgeben. Man kann nicht häufig genug sagen, dass die Zeit katastrophal war, nicht nur für die ausländischen Menschen, nein, es war auch für die einheimischen Menschen total schwierig. Das Land Bayern, wenn ich mich richtig erinnere, hat ja damals Adolf Hitler hier diesen Berghof geschenkt, relativ kleines Grundstück, und Bormann hatte dann den Auftrag, dieses Gelände deutlich zu erweitern, und man hatte den Gutsbesitzern, die hier ansässig waren, am Anfang Geld geboten. Einige haben das Geld angenommen, weil sie wussten, das wird sowieso nicht gut gehen. Andere haben gesagt, sie nehmen das Geld nicht an. Und tatsächlich gibt es eine Überlieferung, die nicht in den Geschichtsbüchern drinsteht. Unten der Gutsbesitzer, egal, nenne ich jetzt gerade nicht von dem Gut, der hat Nein gesagt und der wurde dann standrechtlich kniend auf seiner Veranda erschossen. Das ist die Geschichte, die er uns gerade erzählt hat. Und insgesamt 7 Grundstücksbesitzer wurden hier enteignet. Andere wurden bezahlt am Anfang, aber danach hat man die enteignet. Und da vorne, wo Maltern ist, ist die ehemalige SS-Schießanlage unterirdisch. Und die wurde verfüllt, als oben das Hotel gebaut wurde. Unvorstellbar, was man an Informationen bekommt, wenn man sich hier mit den Einheimischen unterhält. Und ja, er hat auch gesagt, diese Geschichte sollte eigentlich in den Schulen unterrichtet werden und nicht totgeschwiegen werden. Das ist auch meine Maxime. Warum vertrete ich diese Ansicht? Weil alles, was verboten ist, ist für viele interessant. Dann beschäftigt sich man mit der Geschichte und dann kommt man womöglich dann schnell auf die Ideologie, vielleicht auch in die falschen Hände, und zack, hat man vielleicht einen Hang zu Rechtsextremismus. Und daher bin ich der Meinung, und deswegen gibt es auch diesen Kanal, unter anderem diesen Kanal, die Geschichte darf nicht vergessen werden, sie muss aufgearbeitet werden. Und das habe ich mir zur Aufgabe gemacht und dokumentiere die Geschichte an den Originalorten. Versuche natürlich auch für euch zu recherchieren und maximal Information und Bildmaterial zu liefern, die ihr vielleicht noch nicht kennt. In diesem Sinne, wir gehen weiter Richtung Berghof. Dort gibt es noch eine Schautafel und die Stützmauer. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. Es sei denn, wir sehen noch was anderes spannend. Bis gleich. So Leute, also wir haben hier wieder eine Müllhalle gefunden. Und wir haben hier eine original Coca-Cola-Flasche gesehen. Es kann natürlich sein, dass sie aus der damaligen Zeit war oder ist. Kann aber auch sein, dass es aus der Neuzeit ist. Das ist schwierig zu sagen. Aber es gab die in dieser Form damals schon. Und schaut mal hier. Primitivi Chemie München. Also Gebinde bitte recht bald zurückgeben. Also das scheint hier ein Fass, eine Dose zu sein von einer Chemiefabrik in München. Leider kein Datum drauf. Aber wir befinden uns ja hier auf historischem Boden. Und wenn hier ein Datum auf der Flasche steht, dann können wir eigentlich davon ausgehen, dass es sich hier um Relikte aus der damaligen Zeit handelt und nicht aus der Nachkriegszeit. Hier steht allerdings nur 1,2 Liter drauf. Da müssen wir noch ein bisschen weiter recherchieren. Hier ist ja alles voll. Auch hier wieder eine Flasche, leider kein Datum drauf. 0,7 Liter. Auch hier wieder verschiedenste Öldosen, Flaschenreste.
eine Dose. So, wir sehen jetzt den Berghof. Das ist das ehemalige Wohngebäude von Adolf Hitler. Vor hier hat er Staatsgäste wie Mussolini und so weiter begrüßt. Und das ist lediglich die Stützmauer gegen den Berg. Mehr ist leider nicht mehr vorhanden. Er wurde bei den Luftangriffen komplett zerstört. Und die Reste, was ist mit den Resten passiert? Die wurden alle zugeschüttet, also von der Regierung. Da ist leider nichts mehr zu finden, keine Chance. Und in welchem Jahr ist das komplett abgetragen worden? 1991 oder so. 1991, und? Dankeschön. Bitte schön. Also 1991 wurden die letzten Reste von dem Berghof demontiert und abgetragen, teilweise in die Schächte verfüttert oder verfüllt. Verfüttert ist ein bisschen falsches Wort. Und es gibt tatsächlich noch Leute jeglicher Couleur, von rechts bis chinesisch oder was auch immer, die kommen hier hin und brechen sich Teile der Fundamente raus und nehmen die mit nach Hause als Andenken. Alles schon gesehen. Habe ich gefragt, was macht ihr damit? Ja, als Andenken. Also egal welche Nation, dieser Ort strahlt für viele Menschen eine, ja, was soll man sagen, eine Strahlkraft aus, dass man hier hinkommt. Heute haben wir echt Glück. Also Leon ist da, Alessandro ist da, zwei weitere Personen. Ansonsten sind wir komplett alleine. Normalerweise, wenn ich hier bin, sind hier teilweise Hunderte von Leuten. Es liegt wahrscheinlich an der Uhrzeit von 10.56 Uhr oder an meinem Puls von 119. So. Und genau an dieser Stelle war damals der Berghof. So, hier können wir sogar noch eine alte Stahlbewehrung erkennen. Der Stein wurde wahrscheinlich sogar mit Hammer und Meißel bearbeitet. Und den Ausblick zeige ich euch gleich. Ich möchte euch noch mal eine Volltotale auf die Stützmauer geben. Schaut euch mal an, wie lang die damals war. Wir schauen uns noch mal ganz kurz. Also wir haben jetzt den beschwerlichen Weg genommen. Normale Museumsbesucher nehmen ganz normal diesen relativ leichten Weg. Den kann man auch als Rollstuhlfahrer oder als Gehbehinderter nehmen. Man hat hier wirklich an alles gedacht. Und da fängt tatsächlich die Stützmauer an. Und wir gehen die einmal im Kompletten ab. Das werden vielleicht Kellerfenster gewesen sein. Genau, kann ich es natürlich in der heutigen Zeit nicht mehr sagen. Das sieht nach einem Teil von einem Einmannbunker aus, genauso wie das hier. Und da seht ihr einfach mal, welche Dimensionen dieses Gebäude hatte. Hier sehen wir noch einen Metallbeschlag. Auch verschiedene Rohre. Und das haben wir ja gerade schon gesehen. Und das, meine Freunde, ist der Ausblick, den Adolf Hitler, Eva Braun und die Entourage jeden Tag, als sie hier waren, gesehen haben oder sehen durften. Wunderschön in das Tal und auf den Watzmann. Das ist der Watzmann, ne? Das ist der Watzmann, ganz genau. Und da unten war dann die Straße, wo die angekommen sind. Das Fenster? Ach ja, wo genau war das Fenster? Das Fenster muss hier gewesen sein. Das bedeutet, das Haus war von da hinten bis hier? Also nochmal zurück, wir mussten einmal den Akku wechseln. Das ist der Blick auf den Watzmann. Von dort aus kamen die Minister und die Staatsgäste mit den Nobelkarossen. Der Berg war damals noch komplett anders geformt. Man hat hier Teile des Berges abgetragen, weil es natürlich aufgrund der Bombardierung etc. kontaminiert war. Und man wollte auch hier 0,0 Überreste als Wallfahrtsort oder als Gedenkstätte haben. Das Einzige, was wie gesagt noch vorhanden ist, ist die Stützmauer, die man auch nicht wegnehmen konnte. Ansonsten wäre hier viel Material noch nachgerutscht. Und hier sehen wir teilweise noch das Ende des Hauses. Also das Haus ging tatsächlich bis hier. Und das sind locker mal, ich würde sagen, 40 bis 43 Meter. Das bedeutet unvorstellbar, welche Ausmaße dieses Haus hatte. Und wir sehen hier noch, und ihr kennt das sicherlich aus den Dokumentationen, das ist die ehemalige Straße oder Teile oder Reste der Straße. Unvorstellbar. Also es hat sich extrem viel gewandelt
und man kann viel auch gar nicht mehr wiedererkennen. So. Und das haben die da die Nazis rausgeflext und mitgenommen. Genau, also die haben nicht Teile von der Stützmauer weggenommen, die haben Teile von der Straße weggenommen. Am Ende noch, das ist ganz neu für ein paar Jahren vielleicht. Okay, also von daher unvorstellbar, was man alles so mitnimmt. Also hier, wahrscheinlich weil der Führer auch über die Straße gefahren ist, hat man hier Teile mitgenommen. Und ich würde sagen, wir gehen weiter, ne? So, auch das kennen relativ wenig Leute. Wir gehen jetzt zum Notausgang. Weil der gesamte Berg war damals, und teilweise ist er noch, untertunnelt. Die wenigstens wissen das. Und hier waren oder sind die Fundamentreste der Garage. Sehe ich auch zum ersten Mal. Viel sieht man natürlich nicht mehr, aber hier standen damals die Nobelkarossen der Minister, aber auch natürlich die Autos der SS. Hier waren natürlich nur die ideologischsten geschulten Personen, im Einsatz, die den Eid auf Adolf Hitler geschworen haben. Auch hier wieder Fundamente. Es ist alles voll. Wir sind natürlich hier im engsten Sperrbezirk. Und hier kamen nur die engsten Vertrauten und die loyalsten Menschen von Adolf Hitler hin. So, wir sind weiterhin richtig oder darunter? So, und den Bereich kennen die wenigsten. Das ist der Notausgang, ja, Notausgang vom Hitlerbunker. Von hier, es wäre damals bei der Bombardierung, wäre nach unten gegangen, in Sicherheit gekommen. Und leider, leider, leider ist uns dieser Weg in den Berg verschlossen. Keine Chance. Und hier haben wir auch keine Chance. Das ist ganz unzündlich. Ja. Also auch hier abgebrochen, das bedeutet verschweißt von innen. Hier gibt es absolut keine Möglichkeit reinzukommen. Der ist wahrscheinlich auch nochmal von innen verschlossen. Aber auf jeden Fall imposant zu sehen. Ich zeige euch nochmal, wie das Bauwerk von der Entfernung aussieht. Und man sieht von oben, ich habe es von oben nicht gesehen. Er ist komplett getarnt. Man sieht also nicht, dass es hier einen Eingang gibt. Und das wäre der Weg in Richtung des Parkplatzes. Und da hätte man dann auch evakuiert werden können. Hier sind wir beim Haus zum Türken. Das Haus ist mittlerweile im Privatbesitz. Leider, leider, leider. Unten drunter ist ja der Bunker. Wie heißt der Bunker nochmal? Vom Reichssicherheitsdienst. Der Bunker war vom Reichssicherheitsdienst. Leider, nachdem das Haus verkauft wurde, wurde der Bunker verfüllt, verplombt, sodass man dort nicht mehr reinkommt. Auch die Anwohner kommen da nicht mehr rein. Sehr schade, weil früher hatte man die Möglichkeit, für einen kleinen Obolus in diesen Bunker reinzukommen. Heute geht das leider nicht mehr. So, Kommandobunker. Alessandro, gib mir eine Taschenlampe. Wir gucken mal, dass wir einen Blick reinwagen können. Dankeschön. Ja, der dreht seine Taschenlampe mal dicht. So, aber viel sieht man natürlich nicht. Puh. Auch hier verfüllt. Komplett verschlossen. Also, naja, reingucken ist nicht wirklich. Aber Leute, das war der Kommandobunker. Und auch hier neu verputzt. So Leute, das ist die Zufahrt zum Bormannhaus. Man sieht nur noch ein ganz, ganz kleines bisschen. Man kann es schemenhaft erahnen. Mehr ist davon heute nicht mehr zu sehen. Also wir sind jetzt hier direkt auf der Anhöhe vom Bormannhaus. Also hier in dem gesamten Bereich war das Haus. Und hier drunter gibt es noch den Notausgang. Der sieht aber ziemlich genau so aus wie der von Adolf Hitler. Deswegen sparen wir uns den jetzt, weil wir müssen unsere Kräfte schonen. Wir haben nämlich noch ein paar Kilometer und ein paar Höhenmeter. Also Leute, wir befinden uns jetzt hier in der Nähe des Hauses Bormanns. Und das ist der normale Wanderweg und da unten ist der Wachweg. Da könnt ihr den sehen, der geht komplett da lang und ist sogar noch begehbar. Man kann ihn sehen und der wird auch noch begangen. Und wir hoffen natürlich, dass wir hier noch ein paar Relikte aus der damaligen Zeit entdecken können. Und ja, ich bin schon gut durchgeschwitzt, bin aber motiviert und wir haben gefühlt erst 20% gemacht. Das möchte ich euch auf jeden Fall noch zeigen, Leute. Ein riesiger Bombensplitter aus Metall. Total zerborsten und zerbogen, kann man kaum hochheben. Das sind 45er Schuhe und das ist ein riesiger Bombensplitter.
Leute, lasst mich zurück. Lasst mich zurück. Also, wir haben jetzt bei Bormann den gesamten Bergrücken abgesucht. Wir haben absolut keinen Eingang gefunden. Es soll dort den Zugang zu dem kompletten Stollensystem geben. Ich kann dir oder euch auf jeden Fall sagen, nein, weil das haben wir uns angeguckt. 3 Stunden haben wir den Bergrücken abgesucht. Und jetzt sind wir hier über den Berghof zum Museum. Leider, leider, leider verschlossen. Und hier können wir das neue, moderne Bauwerk sehen. Und Alessandro geht schon mal Richtung Auto. Wasche mich. Ja, nur die Schuhe anfangen. Leute, wir sind hier ungefähr 800 Meter über normal hoch. Und normal null, nicht normal hoch. Über Meeresspiegel. Über Meeresspiegel. Und wir sind bis auf Alessandro leicht lediert. Warum? Haare sitzen auch nicht mehr. Wir sind gerade mit dem Auto hergefahren. Du bist gerade 2 Meter vom Auto gelaufen. Ich nicht. Und wir haben da oben endlich das Bauwerk der Begierde entdeckt. Und wir haben alles dabei. Wir haben hier eine Strickleiter, 12 Meter und ein Sicherungsseil. Und ich würde vorschlagen, Mädels, kommt mit. Leute, macht das nicht zu Hause nach. Wo die Tüte? Nee, die brauchen wir. Ja, weil. Ich glaube, ich muss mir helfen. Nur für die Kamera. Nur für die Kamera. Muss ich hier die professionelle Ausrüstung mit der professionellen Tragetasche von Jörg tragen. Ja. Ich bin völlig fertig. Leute, wir haben jetzt 13.40 Uhr, also Hochzeit der Hitze. Oh, echt. Ja. Und naja, wir werden jetzt mal wieder mal Querfeldberg gehen. Querfeldberg, sagt man das? Ja. Ja. Hinterlasst eine Spende für Jörg fürs Fitnessstudio. Ja, oder Fettabsaugung geht auch. Nee, Fitnessstudio. Okay, Fitnessstudio, ich muss selber Hand anlegen. Ja. Klar. Okay, bis gleich, wir gehen dann mal hoch. Schaut mal. Arm dick. Arm dick. Frage von welchem Arm. So. Hast du ganz zugemacht? Ja. Okay. Bom! Ja. Was mit deinem Gasmessgerät? Oh, der gute Hinweis. Leute, wir haben auch extra auf Gasmessgerät geachtet. Ich habe nämlich auf eure Hinweise gehört und habe mir tatsächlich ein Gasmessgerät gekauft. Jörg, du willst wirklich kein Sicherungsseil? Weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich das. Um deinen Bauch, Jörg. Das wird halt. Das Seil wird auch reichen für eine Länge. Ja. Noch der letzten Worte. Holt mich später da hinten raus. Jörgi, enjoy it. Enjoy the ride. Das ist alles über den Standwerk. Oh, warte. Willst du filmen? Da bin ich runter. So. Lebensgefährlich. Definitiv. Hier geht es noch mal ein paar Meter runter. Und ich hoffe mal, dass uns diese Zwischendecke aushält. Oh. Und schaut euch das mal an. Leute. Schaut euch dieses Riesending an. Oh, riesige Stalaktiten. Oder sogar noch die alten Fliesen an der Wand. Wie das aussieht, wenn man hier runterkommt. Jörg, hier! Warum haben wir nicht die Tür genommen? Die ist noch auf! Ich weiß, aber das sieht spektakulär aus. Okay, was sagt der Sauerstoffmessgerät? 20,9. Perfekt. So. Ja, einfach rein. Ebene 1 des Wasserbunkers. Hier riecht es irgendwie lecker. Ich denke, das sind Faulgase. Oder von wem? Von Jörgi! Also Sauerstoff und Co. ist alles super. Wir haben ja auch eine top Sauerstoffversorgung. Schaut euch mal die Decke an. Wirklich sicher. Sieht hier nicht aus, guck mal, wie durchgebogen die ist. Okay. Ne? Mega durchgebogen.
dem Teil. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'm tied up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. Also Leute, wir sind jetzt gerade hier auf der, wie heißt die, Rossfeldstraße. Und das müssen wir uns einfach mal geben. Wir müssen ja nicht nur Geschichte erzählen, sondern ich möchte euch einfach mal zeigen, wie schön es hier ist. Und ein riesiges Tal. Und unfassbar viele Berge und eine riesige Weitsicht. Es ist einfach unvorstellbar schön. I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life to what you want. So fight. Unfassbar, welche Aussicht man hier hat, wie schön es hier ist, welche Ruhe man direkt spürt. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr mal zum Obersalzberg kommt, nehmt die 9 Euro in Kauf und nehmt die Rossfeld-Höhenstraße mit. Ist einfach unvorstellbar, wie schön das hier ist und welches Gefühl man so hat. So, und ich packe jetzt die Kamera ein wenig weg, kümmere mich um meine Freunde und genieße noch ein wenig die Aussicht. Und wir sehen uns gleich wieder, wahrscheinlich dann von unten oder wenn wir unterwegs noch ein bisschen was Schönes finden, zeigen wir euch das natürlich auch. In diesem Sinne, bis gleich. So, meine Freunde, wir befinden uns jetzt auf der Zielgeraden. Wir haben jetzt gerade mal auf die Uhr geschaut und Leon, Alessandro und Random Life. Wir werden uns jetzt noch zwei Dinge anschauen, nämlich den SS-Stollen. Wir hoffen natürlich, dass wir reinkommen. Wir haben natürlich unser CO2-Messgerät dabei und auch das Sauerstoff-Messgerät. Alles ist am Start. Wir haben auch ein Seil, falls wir uns abseilen müssen, beziehungsweise nicht wirklich abseilen, sondern wir müssen uns sichern. Und danach geht es zum Koksbunker und dann bringen wir den Leo noch zum Hauptbahnhof und dann werden wir ins Hotel einchecken, weil wir müssen uns dringend waschen. Naja, ich eigentlich eher. Ich weiß nicht, wie er es schafft. Er sieht da einmal top aus. Ich bin sauber. Ich rutsche auf Jörg im Bunker rein. Und er ist auch immer sauber. Naja, vielleicht hält er auch nur die Kamera. Man weiß es nicht ganz genau. Nee, Spaß beiseite. Der ist auch immer gut dabei. Alles klar. Also, wenn wir da sind, melden wir uns. Und bis gleich. Uns wiedersehen. So, Leute. Vorletzte Location. Der sogenannte Koksbunker. Für alle Düsseldorfer und Frankfurter nicht verwechseln. Da handelt es sich tatsächlich um ein Bauwerk, wo
Koks. Boah, der hat auf jeden Fall mehr Lautstärke, als er haben darf. Gelagert wurde für die Öfen, damit man die Bunker und die Häuser auch heizen konnte. Aber von hier aus ist kein Durchkommen. Und da seht ihr auch schon den Koksbunker. Also stellt euch vor, der ganze Obersalzberg musste natürlich auch beheizt werden. Man hatte dann in der Vergangenheit natürlich noch kein Gas, keine Fernwärme und so weiter. Man hat damals noch mit Koks geheizt und hier war das Lager. Und schaut euch mal die Dimension an. Ich guck mal eben 2, 4, 6, 8 Meter vielleicht in der Höhe. Oben wird wahrscheinlich die Betondecke für den Bombenschutz gewesen sein. Die ist ungefähr 1,20 Meter. Dass wir aber auf jeden Fall auf 8 Meter kommen. 8 Meter mal, boah, das sind bestimmt 30 Meter, vielleicht sogar 40. Also da seht ihr, da passte eine Menge rein. Und da, wo der Leon sich gerade befindet, war die Zufahrt für die B- bzw. Entladung. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass oben eingeladen wurde. Ja, deswegen gab es da dieses Plateau. Oben wurde mit LKW die Kohle eingeworfen und unten wurde die dann entnommen. Weil man kann sie ja nicht von unten stapeln, ne? Klar, irgendwie. So, Fundamentrest. Und wir schauen uns mal. Reingehen brauchen wir nicht. Aber ich möchte euch trotzdem einmal die Konstruktion zeigen, wie es damals ausgesehen hat. Seht ihr, von oben wurde das eingeworfen und dann wurde es hier unten gelagert. Sogar hier ein bisschen noch von dem Tor vorhanden, das Scharnier ist noch da. Hier ist sogar das ganze Tor noch da. Und da seht ihr mal die Größenverhältnisse von den beiden. Schon spannend. Ja, das Koks hatte man damals auch entwendet, wie ihr euch vorstellen könnt, weil natürlich die Anwohner hier gesagt haben, das holen wir uns alles zurück. Und ja, das ist doch mal der Blick auf das Bauwerk, schon imposant und auf jeden Fall ein Besuch wert. Guck mal links oben, was ist das? Da. Eine Wildkamera. Hm? Eine Wildkamera. Eine Wildkamera? Eine Wildkamera. Das ist eine Wildkamera. Also können wir nicht rein. Nee. Welcome back. Last location. Und direkt hier im Wald die ersten Zeugnisse aus der damaligen Zeit. Genauso wie hier. Ihr seht es auf dem Boden. Das sind Betonfundamente. Und auch eine Flasche kann ich hier erkennen. Mal schauen, ob wir hier ein Datum. Ne, die ist komplett deformiert und zerstört. Da sehen wir leider nicht mehr viel. Oh. So, und wo müssen wir hin? Nach oben. Uiuiuiui. Ja klar. So, Leute. Da ist es. Da ist es. Und natürlich. Genau, nicht zu Hause nachmachen und Gaswarnmessgerät an. Alles andere war anstrengend. Okay, ja, ne? Bis jetzt warm, ne? Bis jetzt war okay. So, du gehst vor. So, Alkoholcheck. Ach, Alkoholcheck. Alkoholcheck. Nein. Müssen wir das Seil irgendwo festmachen? Und ich würde sagen: Ciao, Kakao. Ciao, Kakao. Tschüss mit Ö, ciao mit V. Auf Wiederhörnchen. Sind wir jetzt durchgekommen. Das ist der SS-Stollen. Hier gibt es sogar noch die alten Holzbalken. Und guck mal, dass wir hier lebend runterkommen. Boah, Alter. Ja,
hat recht, es ist definitiv kein Spaß. Also ich bin froh, wenn wir wieder raus sind. Wow. Der Blick zurück. So, lange will ich nicht hier drin bleiben, du auch nicht. Wegen der Steine, guck mal. Der Steine, die über dir sind. Gucken gleich mal auf den Sauerstoffgehalt und so weiter, aber es piepst, ja. Also Leute, macht das. So, oh. So, ich habe eine Warnung. Ich hatte gerade Warnung. Ja, aber ist wieder okay. Ja. Also macht das definitiv nicht zu Hause nach. Das ist hier kein Spaß mehr. Kann ich auf jeden Fall sagen, dass das hier kein Spaß mehr ist. Und das machen wir auf eigenes Risiko. Und jeder, der das macht, macht es auf sein eigenes Risiko. Und man sollte wissen, was man macht. So. Also ich gucke noch mal kurz auf das Sauerstoffmessgerät. Wir haben hier 20,9, perfekt. So, und da hinten scheint es schon verbrochen zu sein. Fragen wir mal den Leon, der kennt sich ja hier aus, ob das mal weiter geplant war. Oder vielleicht geht es sogar noch nach rechts. Leute, es geht noch nach rechts. Alter, schaut euch das mal an. Ja, mega gut sogar. Alter. Richtig gut. Ich guck mal, dass die Linse sauber ist. Das wäre sehr schade, wenn das Material zu Hause beim Auswerten nicht mehr schön ist. Das würde mich so ankotzen. So, schaut mal hier. Den Schimmelpilz. Und da geht es sogar noch weiter. Sollen wir erstmal hier gucken? Ja, natürlich. Das ist ein schönes Grande Finale, oder? Ja. Boah. Leute. Nee, ne? Boah. Hammerhart. Das ist ja... Also ich habe es im Internet noch nie gesehen, wenn ich ehrlich bin. Das bedeutet, wenn ihr gerade eingeschaltet habt, und vielleicht noch nicht so viel über den Obersalzberg gesehen habt, dann seid ihr womöglich einer von wenigen Menschen, die dieses Bauwerk SS Stollen Obersalzberg bisher gesehen habt. So, hier gucke ich nochmal auf das Messgerät. Wir haben hier 22,5, also hier, nee, 20,9. So, sorry, Ablesefehler. Also Werte sind top. Ja, ist Ende. So, wir gehen davon aus, dass hier Ende ist. Verbruch. Oder geht's noch weiter? Was haben wir denn hier? Draht, eine Bewehrung. Oder Armierung, eine Armierung, nicht Bewehrung. Oder doch? Beides, glaube ich, richtig, ne? Je nachdem, wie es eingesetzt wird. Oh, hier haben sich auch Leute schon versucht reinzugraben und auch weiterzugraben. Das ist denen aber nicht gelungen. Und interessanterweise, ich zeige euch das mal, haben wir hier 20,9
Volumen, Prozent Sauerstoff. Und die anderen Werte schlagen nicht aus. Nice. Wirklich sehr, sehr nice. Ja, das ist wirklich ein toller Spot. Sehr unbekannt, ist aber nie fertiggestellt worden. Guck mal, hier haben wir sogar noch eine Metallplatte. Welche denn? Ich habe die Taschenlampe nicht mit. Ich habe die Lampe nicht mit. Ja, viele Russen hat er. Korrekt. Genau. So, guck mal, hier haben wir sogar noch Kabelleitungen, also Leitungen. Original. Sogar noch mit dem Bitumen. Mit der Bitumenumwandlung. Heute nutzt man natürlich Kunststoff. Früher, je nachdem, wo man diese eingesetzt hat. Und hier haben wir sogar noch ein Rohr. Das geht hier um die Ecke. Da geht's noch weiter, unterirdisch. Und schaut mal, es sind wirklich wenig Fußabdrücke hier. Das zeugt davon, dass wir wirklich einer der wenigen sind, die hier drin sind. Auch wieder hier Leitungen. Hier sind noch die Nägel in dem Holz drin. Und hier ist das Rohr für entweder eine Flüssigkeit oder ein Gas. Oh, schaut euch das mal an. Wir haben auf jeden Fall noch diesen einen Arm. Und alleine das Video, dieser Clip, reicht aus, um einen komplett eigenen YouTube-Stream zu machen. Ja, krass. Schau mal hier, da ist es runtergekommen. Wenn du da drunter stehst, ist... Okay, auch was mit dem Dritten Reich zu tun? Ja, ja, ja. Der ist unter unterirdischen Zufall. Wow. Der ist aber 2 Kilometer lang. Wow. Muss ich auch noch hin? Nee, heute nicht mehr. Das schaffen wir gar nicht mehr. Du musst ja gleich deinen Zug kriegen. Das schaffen wir heute nicht mehr. So, auch hier wieder Kabel ohne Ende. Das bedeutet, hier waren also keine Kabel, die... Bitte? Nein. Hast du nur eine mit immer? Okay. Krass. Ja, deswegen immer 2 Taschenlampen mindestens dabei haben, pro Person. 2. Besser, wenn man in solche Bauwerke reingeht, sogar 3 Taschenlampen. Lasst euch das eine Lehre sein, bevor man, ich meine, ich mache solche Bauwerke auch alleine, immer jemandem Bescheid sagen, dass man weiß, wo man ist. Am besten Live-Standort schicken, per WhatsApp oder welchen Messenger man auch immer hat, sodass die Menschen immer direkt wissen, wo der letzte Pin war. Und man muss natürlich auch sagen, was man vorhat. Braucht also immer eine Bezugsperson, der man vertraut. Weil man gibt ja nicht immer die Standorte jeder Person, das wisst ihr ja selber. Aber es gibt genug Personen, die mit der Szene nichts zu tun haben. Und das wäre dann die richtige Person. So, genug gequasselt. Hier sehen wir ein Metallblech. Ja, Metallblech. Und das ist hier das Ende. Das sind noch ein paar Balken. Hier ist noch Metallblech. Und hier ist das Ende. Aber schaut mal. Alessandro hat es gerade entdeckt. Hier gibt es noch die alten Bohrlöcher. Das bedeutet, man hatte noch ganz klar vor, weiterzumachen. In manchen Uferlagerungen findet man sogar noch Dynamit. Oder je nachdem, ob es rausgebrochen wird, dann auch die Bohrer. Aber in dem Fall sind die ganzen Dynamitstücke nicht mehr drin. Und schaut mal, wie gefährlich das damals für die Arbeiter war, meistens Zwangsarbeiter, weil natürlich immer mal wieder Gestein nachbrechen konnte. Und das waren wahrscheinlich Platten, um sich davor zu schützen. Aber genau weiß ich es nicht. Ja, ne? Also das ist kein Bohrer, Leute, sondern das ist hier so eine Bewehrung. Bei manchen Uferlagerungen macht man ja diese Bewehrung in die Wand als sogenannte Stempel, damit, ich glaube Stempel heißen, ja, damit die Wand nicht weiter einbrechen kann. Es ist ja richtig warm draußen, ne? Ja, drin war kühl.
Drin war kühl. Jörg, guck doch mal nochmal in die Kamera. Ist deine Brille beschlagen? Ein bisschen. Ein bisschen. Okay. Ich hab's nicht um meinen Vorteil gelegt. So Leute, schaut mal. Oh, Spinne, Spinne. Ja, hier gibt es einige. Ich musste mir gerade mal die Spinne aus meinem Haar machen. Das ist Schlacke höchstwahrscheinlich, Leute. Das entsteht, wenn etwas sehr heiß wird, meistens dann Metall oder Glas. Auch das ganze Gebilde hier könnte Schlacke sein. Wir haben hier verschiedenste Relikte aus der damaligen Zeit. Ganz viel Metall. Das ist hier ein Blei- oder Aluminiumbehältnis. Ganz viel Porzellan, Baumstamm, irgendwas mit Ameisen, eine Dose. Also mal gucken, ob wir irgendwo eine Flasche... Okay, also dieser Verschluss ist häufig aus der damaligen Zeit. Ich kenne die aus dem Hürtgenwald. So, vorsichtig, wir wollen hier nichts durcheinander bringen. Irgendein Teil für Strom. Ja. Ach, das ist höchstwahrscheinlich... Eine Ground, also eine Erde, die irgendwo an einem Funkgerät vielleicht dran war. Verschiedenste andere Blechteile. Das sagt mir, oh, ist das schwer. Das sagt mir gar nichts. Und hier ist das Gegenstück, ist das schwer. Das würde mich interessieren, Leute. Wenn ihr das wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Interessante Flasche. Ein Bolzen. Ich schon fast gesagt eine Patrone, aber irgendwas für Strom. Isolatoren würde ich schätzen. Transformatoren, Übertrager für Funkgerät. Also es kann wirklich ein Funkgerät gewesen sein, Leute. Ja, ne? Funkgerät, genau. Also Überträger oder Übertrager. Und hier haben wir den Schalter. Tipp, tipp. Und irgendwas aus Gummi. Plastik gab es ja noch nicht. Kopfhörer? Kann sein. Ich mache nochmal die Kamera sauber. Ja, tatsächlich. Also wir glauben, dass wir hier ein ehemaliges Funkgerät gefunden haben. So, hallo Leute. Also, letztes Wort an euch gerichtet. Hier nochmal der Alessandro, der mit dabei war. Und hier ist der Leon. Leon hat heute die Pins gesponsert und auch sein Vater indirekt. Deswegen, da geht erstmal herzlichen Dank. Leider, leider, leider hat der Leon noch keinen eigenen Insta- und YouTube-Account. Vielleicht hat er heute die passenden Impulse gefunden, diese Kanäle dann auch zu bauen, weil er hat extrem viel Ahnung und er hat auch sehr, sehr geile Pins und Spots und extrem tief in der Materie. Von daher würde ich ihm auf jeden Fall raten und empfehlen, damit zu starten. In diesem Sinne, wir haben heute 20.000 Schritte gemacht. Wir sind auf jeden Fall jetzt gut durch. Wir bringen Leon jetzt zum Hauptbahnhof. Dann werden wir ins Hotel fahren und dann hoffen wir, dass wir natürlich überhaupt reinkommen, so wie wir aussehen. Und ich würde sagen, wenn ihr mir noch kein Abo dagelassen habt, dann macht das gerne. Teilt diese Videos auch gerne mit euren Freunden. Schaut auch gerne meine alten Videos, damit dieser Kanal immer weiter wächst und wächst. Vielen Dank, ich bin raus, euer Random Life. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier spricht... Alessandro und Random Life. Und wir sind heute noch ein letztes Mal in Berchtesgaden, oben auf den Obersalzberg. Und wir werden heute mit diesem Bus auf das Kehlsteinhaus da oben fahren. Zu Fuß kann man es wohl auch machen, habe ich gesehen. Aber wir nutzen ganz eloquent den Bus und werden uns hoffentlich den Bronzeaufzug anschauen und das Kehlsteinhaus einmal für euch dokumentieren. In diesem Sinne, wir gehen da jetzt rein und sagen bis gleich. Wir treten jetzt den Tunnel zum Kehlsteinhaus. Alles das, was ihr seht, ist noch original. Hier hat sich jemand verewigt, 1945. Wir gehen jetzt
den Tunnel zum Kehlsteinhaus. Und am Ende. Die Lampe. So, wir haben gerade erfahren, dass die Lampen tatsächlich noch aus der damaligen Zeit stammen. Also alles, was ihr hier seht, ist authentisch und echt.